Ein 15-jähriges Mädchen wurde von neun Männern vergewaltigt aus 6 verschiedenen Staaten. Und was macht unsere deutsche Justiz? 8 von diesen 9 kommen mit einer Bewährungsstrafe davon und einer irgendwie mit 2 Jahren. Was soll das eigentlich sein? Wenn wir in der Regierung sitzen würden, das Erste, was käme, ist eine Justizreform, dass sie diese Leute, die so etwas tun auf unseren Straßen, sofort und ganz schnell mit einem One-Way-Ticket aus unserem Land herausschmeißen. Das ist die richtige Antwort für diese Leute, die hart bestraft werden müssen. Und dieser Staat, der macht nichts, er lässt das so durchlaufen. Dieses Mädchen ist kaputt. Die Mädchen und Frauen, die hier vergewaltigt werden, über 2.